Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Ja, du. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Da keine Löcher in die Luft. Schnell. Und damit herzlich willkommen. Zombie. So, wir müssen erstmal hier erstmal wegrennen. Wie? Hey. Komm schon. Weg mit dir. So. Hilfe! Ich glaube, das haben wir verkackt, oder? Komm schon! Die ziehen einen wieder runter hier, die Lümmels. Jetzt aber. Auch nicht, okay. Toller Anfang. Kannst du was sehen? Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir die Monitore an. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pat rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Okay, das heißt, wir müssen den Rucksack holen. Okay, hier können wir nicht durch, weil wir eine Karte benötigen. Die müsste doch auch hier irgendwo rumfliegen.
Verstehe. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Hier ist auf jeden Fall was. Los, hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Nimm sein stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Alles klar. Okay, kann ich dir irgendwie irgendwo hin? Achso, hier. Okay, alles klar. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier mit den Schläger weiter. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Vielleicht gibt es ja hier was zum Looten. Ja, dass wir noch rüberspringen. Sehen. Okay. Gehen wir erstmal zurück. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Alles klar. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. So, wir können quasi, dass hier unsere Lootkiste wir sammeln können. Alles klar, gut. Ja, dann wollen wir mal den nächsten Auftrag hier annehmen. Die Kameras reparieren. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Die Keycard. Ziel ziemlich scheiße. So, irgendwo ist hier noch einer. Arm auf die Nuss. Wie verhältst du denn aus?
Rücken, naja. Geht doch. Die sind irgendwie alle leer. Okay, hierfür brauchen wir auf jeden Fall die Keycard. Card. Müssen wir erstmal finden. Ich hab da schon eine Ahnung. Irgendwie im Bürogebäude oder irgendwie sowas. Ist verschlossen. Sicher ist sicher. Okay. So, wo könnte sich die Karte verstecken? Auch leer. Auch leer. Ah, Moment mal. Okay, da kommen wir nicht rein. Auch nicht durch. Ja, schade. Right, hier sollte es sein. Die Tür ist verschlossen. So, komm mal her, mein Schatzi. Oh, daneben. Alter, halten die viel aus. Drin.
Auch nichts drin. Ich glaube, wir haben die Karte gefunden. Das ist sie. Alles klar, dann könnten wir eigentlich auch unten noch reingehen. Da will ich auf jeden Fall noch mal kurz gucken. Aber wir haben doch die Karte jetzt. Ah, vielleicht können wir das nicht, weil das eine Mission ist oder so. Das Safe House ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben von Dean nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. John Dee hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Kenne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. So, wie konnten wir nochmal scannen hier? Ah, ja, ja. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. So, ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon wieder um. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.